Also bitte verhaltet euch ein bisschen gediegener oder eben nicht. Und für Luis Melder, ich mache keine Let's Plays. Ich hatte wirklich eine Zeit lang, beziehungsweise noch vor kurzem hatte ich eine Zeit lang, die Gedanken, Videos zu machen, aber das wäre kein Gaming, sondern was anderes. Aber das habe ich wieder. Nee. Nee. Einfach nee. Ich mach das nicht. Das ist gefährlich, was ich hier mache. Oh Mann. Oh, ich schaff die aber noch. Nichts. Natürlich nicht. Oh Mann. Okay, noch einmal. Wo war der letzte Speicherpunkt? Das ist jetzt die Frage. Gucken wir mal. Da drüben? Was ist denn da? Wo war ich denn da? Ich glaube, hier kann ich noch rein, ja. Genau, hier ging es noch lang. Da musste ich auch noch lang nochmal für einen Schlüssel. Habe ich danach nicht mehr gespeichert. Oh Gott. Na gut. Warum speicherst du alle 3 Sekunden? Und da nicht. So ungefähr. Naja, gut. Nein, keine Schminktutorials. Oh, die hätte ich wirklich gern gesehen. Naja, dann kann ich selber bei mir noch welche machen. Genau. Ich und Schminke, alles klar. Guckt euch doch meine Schminktipps an. Ich habe auch keine. Noch. Oha. Ich will jetzt ja nichts sagen, ne? Aber? Bei einem Jungen? Also... egal. Naja, was denn? Jungen können sich doch auch schminken. Ja, schon. Ich habe gerade an jemand anderen gedacht, der mehr oder weniger bekannt ist. Und ein Junge und der schminkt und... Bei dir würde es einfach nicht passen. So, fertig. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wen du meinst, aber das macht nichts. Also ein ganz bekannter YouTuber. Ah. Ey, wir bleiben nicht bei Gaming. Wir machen noch andere Sachen. Musik, Synchronisation. Und Musik. Und ab und zu mal irgendwelchen anderen Blödsinn. Ja. Ja. Ah, geh an. Wusch. Ich glaube, da ist gerade jemand zurück, aber gleich nicht mehr. Nein, und Ellie, bitte ignorieren, Alpha. Ja, oder... Weiß ich nicht. Oder ich banne ihn für immer. Hab auch kein Problem damit, hab schon heute das erste Mal gemacht. Oder willst du das? Man muss ja alles teilen. Was teilen? Nein, man muss sich abstimmen, meinst du? Wow. Okay, so. Hoch. Eigentlich der Kater. Oh, der Kater ist aus dem Zimmer. Ich muss die Tür zumachen. Ist ja nicht so, als hätte ich was gegen ihn, aber er macht mein Zimmer immer so dreckig. Und das kann ich auch ganz gut alleine. Das glaube ich dir. Ja, Flippy hat ganz schön viel passiert, das stimmt. Ja, bei 2 Stunden ist es normal. Ja. Bitte 1 Stunde 50 Minuten 30 Sekunden, 31, 32, 33. Na, jetzt wird's schon wieder ungemütlich hier gerade. Wie kann man dich dann kennenlernen? Fragt jemand. Was? Wen? Wen? Mich oder Axel? Ja, jetzt ist so irgendwie die Frage, was ist da gemeint? Ich glaub du. Hm. Hä? Oh Gott. Hä? In den nächsten liegende Speicherpunkt. Ich muss unbedingt erstmal speichern. Und auffüllen eigentlich. Bekannter. Upsa. Hä, bekannter was? Hm. Naja, ein Bekannter von dir? Das ist ja auch egal. Der Chat ist gerade ein bisschen unübersichtlich geworden, würde ich meinen. Ich warne nur Leute vor bei Streams, wo ich nicht selber überrumpelt werde. Ja. Wie zum Beispiel diesem hier, wo ich völlig vergessen habe, dass ich ja zugesagt habe, am Freitag einzumachen.
Obwohl ich eigentlich jetzt ganz gerne am Layton, ach Quatsch, am Ace Attorney Kram gesessen hätte. Nein, ich meine nicht den Prinz. Beispiel, ich habe keine Ahnung, wer diese Leute sind, weil sie einfach irgendwelche dummen Namen nehmen, zum Beispiel I hate you. Da kann ich nichts daraus vorstellen, wer das sein soll. Aber gut, wenn die so meinen, die kennen dich, dann... Dann ist das nicht so. Ja. Okay, also, Zu spät! Ehrlich gesagt, ich wollte einen Permaban aussprechen, aber gut. Hab ich ja. Was? Nicht nur Nachricht gelöscht, sondern... Ja. Nice. Das gleiche wollte ich tun. Also ehrlich, ich finde es gemein, wie kleine Mädchen bei mir in den Video oder im Stream belästigt werden. Und das ist vor allem, sage ich mal, Leute, mit denen ich eigentlich mich auch ganz gut verstehe. Weiß ich nicht. Und von denen ich weiß, dass sie sich von sowas belästigt fühlen. So, jetzt haben wir noch I Hate You, der auf der Liste ist. Wir haben noch The Air Force, der das sein könnte. Weil ich glaube, ich kenne den sogar ziemlich gut. Mhm. Und sonst wären das alle auf meiner Liste. Na gut. Ja, es waren vier Leute. Ja, ihr wart alle richtig. Es waren vier Leute. Gut, sind wir jetzt sozusagen um vier Leute ärmer? Wie kannst du nur meine gesamten Zuschauer vergrauen? Nein, ne? Ja. Ach, Mann. Ach. So. Naja, gut, jetzt müssten wir eigentlich, Ach so, wie kann man Sapi kennenlernen? Naja, man kann... Was heißt kennenlernen in dem Sinne? Jetzt solltest du vielleicht dich eingeschüchtert fühlen. Nicht wirklich. Ah. Okay. Das ist ja mies. Ja, wie meinst du mit kennenlernen? Ja, einfach mich ansprechen. Ja. Ja. Auf Skype, ja, irgendwie dein sowas. Skype Ach, über Parship, nee, ich glaube so nicht. So funktioniert das nicht. Und Flippy, das ist nicht, also du brauchst ja nicht so wundern, wie so alle asozial sind, aber es sind ein paar zwischen Gänsefüßen von meinen Freunden, Gänsefüßen zu, die halt sich den Spaß erlaubt haben, mich zu enttäuschen und die ganze Zeit so eine Scheiße gebaut haben, also... Ja, und das fand ich ehrlich gesagt auch nicht so toll. Naja. Beziehungsweise die Leute, die jetzt als asozial bezeichnet wurden, schätze ich mal, die sind jetzt eigentlich eher so gut wie weg. Passt ja, nicht. Der eine benimmt sich noch ziemlich gut und eigentlich ja. Auch ziemlich ruhig geworden. Ja, na dann. Tinder oder Parship? Was ist besser? Ich finde beide doof. Außerdem, Parship kostet. Tinder nicht. Echt? Parship. Ich kenne Tinder nicht mal. Tinder ist sowas, da muss man einfach bloß nach links oder rechts wischen und wenn jemand anders jemanden auch in die richtige Hast Richtung du wie gewischt Lavu? Hat. Das ist auch so eine ego-lose App. Naja, ich meine, also bei Tinder ist es einfach so, man kriegt Bilder gezeigt die ganze Zeit und es swipet die nach rechts oder links und ich glaube nach rechts ist dann... Ja, ich möchte dich wiedersehen. Moment mal, ich kann doch einfach Fleisch essen, damit ich mich wieder regeneriere. Da muss ich doch nicht hier hingehen. Ich gehe hier aber mal speichern trotzdem, wenn und ich dann da bin. Heilen und dann nochmal speichern. Hey, Moment mal, was passiert, wenn... Was passiert unter Umständen, wenn ich das mache? Du stirbst. Ja, das weiß ich. Das ist ja auch eigentlich der Sinn der Sache dabei gewesen. Jetzt kommt's nämlich. Du willst dich voll heilen. Und ich bin voll geheilt. Tada! Wenn ich jetzt speichern würde, würde ich zum Beispiel auch laden können. The Air Force 200. Ja, du bist jetzt im Fernsehen. Ich begrüße meine Mama. Vielleicht grüßt sie dich zurück. Hallo! Genau, ich will meine Mutter grüßen und dann so, dann hört man so aus dem Hintergrund, oh, hallo zurück, Grüße zurück oder sowas. Ah. Aber, Luigi,
Mader, ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Ja, und ich denke, es ist, das hier ist keine Single-Börse, das hier ist mein Livestream. Nein, das will ich auch nicht. Ja, eben. So, wenn ich hier lang gehe... Das klappt sogar! Irgendwie. What the? Spikes of Instant... Doch nicht. Spikes of Instant, one health point less. Komm schon! Ich krieg das hin! Just do it! Ja! Nein! Eine Frage von den Zuschauern. Weißt du, wie lange du noch den Stream machst? Nö, nicht so ganz gerade. Hilfe! Ich gehe erstmal hier durch. Mein Social Media Netzwerk. Twitter? Keine Ahnung. Ja, wo man halt so ist, ne? Irgendwo findet sich immer was. Aua! Ich habe keine Ahnung. Wie der auseinandergeflitzt ist. Kannst mir gerne deinen Skype-Name geben und. Ich edit dich. Oder auch nicht. Ich kann dir auch meinen geben, weil dann kann ich jeden einfach ablehnen und andere annehmen und ich kann dann halt keiner belästigen. Mich zwar schon, aber ich kann auch blockieren, ohne Rücksicht drauf zu geben. Ja. Ich meine, da muss man dann selber die. Ja. Oh, ich hasse das. Die müssen mal angreifen. Ach, geht doch. Das eine Ding geht die ganze Zeit in die falsche Richtung. Du hast auch Gutes verpasst. Ja. So. Nummer 2 ist auch gleich weg. Das kriegen wir noch hin. Komm und schon. Ach, endlich. So, und jetzt kommen bestimmt noch mehr Gegner. Nein, das war's. Puh. Oh nee, das erinnert mich gerade an Mario. Mega Man 10. Echt? Mich an Mario, weißt du wieso? Na. Weil da gibt's ja bei Super Mario oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, aber da gibt's so ein Level, wo auch so Wände hoch und runter gehen. Du musst halt Sterne sammeln. Und der die ersten 15 Sterne hat, hat gewonnen. Aha. Das ist bei Nintendo. Also nicht Nintendo DS, aber Nintendo. Für irgendein Nintendo. Oh, nein, 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 nein. Oh. Upsi. Naja, wenigstens zieht es immer nur eins ab. Das geht noch. Es ist schlimmer, wenn es... wäre schlimmer, wenn es... Oh, jetzt kam... Ah, das ist Mark. Okay. Also nicht dein Mark. Ja. Würde mich auch wundern. Das ist zwischen Gänsefüßen mein Mark. Ja, ja. Aber meinen Mark mag ich irgendwie lieber. Ich auch. Das ist aber gemein jetzt von dir. Ja, darf ich auch sein. Ja. Da bin ich platt, das stimmt. Da war ich platt. Bei der einen Stelle, wo ich zusammengedrückt wurde. Und da kommt ein Boss. Und ich bin da überhaupt nicht drauf vorbereitet. Naja, andererseits... Ich speichere nochmal, für den Fall, dass ich es gerade eben nicht gemacht habe. Sicher, dass du gespeichert hast? Geh nochmal zurück. Ja, hab ich. Und jetzt kommt wieder die schöne Bossmusik. Oh. Was? Oh! Nein! Ich will dich nicht töten! Ich will doch nicht weg! Du musst ihn ja nicht töten, ich muss. Ich muss es mit anschauen. Squid Baron, du kannst weggucken. Squid Baron. Du hier? Das kannst du glauben! Warum? Was ist mit dem Urlaub? Ich gebe auf! Auf Nimmerwiedersehen meine Träume! Aber du kannst nicht einfach deine Träume aufgeben. Was ist mit dem mit den herumtollenden Strandhäschen? Ich hab welche gesehen! Und alten Seemännern und bis zum dritten Knopf aufgeknöpften Hemden. Ich dachte, das alles bedeutet dir etwas. Beantworte mir dies. Wie viel der Karte hast du bereist? Oh. Was meinst du? Wie voll sind deine Taschen? Ungefähr halb. Richtig? Halb voll. Zwischenboss. Das ist mein Schicksal. Ich erkenne es nun. Ich werde nicht davonlaufen.
Du machst mir Angst. Uns beiden. Aber ich werde mich nicht vor meinem Schicksal verstecken. Ich werde der beste Zwischenboss aller Zeiten. Ein alter Hut. Wiederverwertete Angriffe. Alles das. Zeig mir, was du drauf hast, Schwester. Lass uns tanzen.